Einen wunderschönen guten Tag. Wir sprechen in DB über Betriebssysteme und haben jetzt damit begonnen, über den Prozess Scheduler zu sprechen. Also Prozess Scheduler, der darüber entscheidet, in welcher Reihenfolge die Prozesse von der CPU verarbeitet werden. Und wir haben gesehen, es ist grundlegend, dass der Prozess Scheduler über die Zustände der Prozesse hier wacht, gell? Und am Ende entscheidet er, welche Prozesse in Ausführung gelangen, gell? Also er kann nicht darüber entscheiden, wann ein Prozess fertig ist und in Exit geht, gell? Oder wann ein Prozess seine Ressourcen nicht mehr hat, weil das hängt von der Ausführung ab, gell? Aber er entscheidet über die Prozesse, die in Ready sind, gell? Und darauf warten, die CPU zu bekommen, gell? Das kann der Prozess-Scheduler entscheiden, gell? Okay, ja, und dabei werden verschiedene Strategien, verschiedene Ziele verfolgt, gell? Und das wollen wir uns heute etwas anschauen, gell? Und zwar, ja, findet man hier in der Literatur so klassische Ziele, gell? Die der Implementierung des Prozess-Schedulers zugrunde liegen, gell? Und zwar beginnt es oft so, dass man sagt, ein Scheduler, der sollte schon gerecht sein, gell? Also der sollte schon schauen, in welcher Reihenfolge die Prozesse ins System geladen werden, gell? Und nicht der Letzte wird der Erste sein und so weiter, gell? Gell? Also keine biblische Sache, gell? Nein, gell? Also man geht oft so vor, dass doch die Reihenfolge eine Rolle spielt, aber eben nicht die einzige Rolle, gell? Das ja, hätten wir einen reinen Stapelbetrieb, gell? Also bei dem Prozesse ganz verarbeitet werden und dann das System verlassen, gell? Kein interaktives System, gell? Dann wäre FIFO sicher gerecht, gell? Also Prozesse werden in der Reihenfolge verarbeitet, in der sie ankommen, gell? Und nicht die Prozesse werden in der Reihenfolge verarbeitet, wie sie wichtig sind, gell? Gell, also nicht so, dass da ja, bestimmte Prozesse wichtiger sind als andere, gell? Reine FIFO, das ist gerecht, gell? So wie im Supermarkt, gell? Also im Supermarkt, gell? An der Kasse, dort sollen die Leute auch die Reihenfolge einhalten, gell? Wenn einer nicht die Reihenfolge einhält, dann schimpfen alle, gell? Und recht haben sie, gell? Also FIFO, first in, first out, gell? Und das wäre gerecht, gell? Aber wie gesagt, reiner Stapelbetrieb, gell, das ist für ein interaktives System nicht zu gebrauchen. Gell. Also interaktives System, wo Multitasking hat, wo viele Prozesse gleichzeitig im System sind, kann man also ein reines FIFO nicht verwenden. Gell. Dann ein ja, Stichwort fair. Gell. Also ein, ja, ein fairer Scheduler ist ein Scheduler, der alle etwas rechnen lässt, gell? Und ja, möglichst dann auch noch gleichberechtigt, gell? Das ist dann fair, gell? Und ja, und fair ist dann eigentlich auch eine Grundlage, die für interaktive Prozesse wichtig ist, gell? Also, wenn man interaktiv dort arbeitet, wenn man also IO-lastige Prozesse hat, gell, die ein Benutzer einen halben Meter vor dem Rechner dann verwendet, dann ist Fairness eine wichtige Sache. Gell? Also es kann nicht sein, dass ein Prozess hier ja, überhaupt keine Rechenzeit bekommt, gell? Und die anderen teilen sie sich, das geht nicht. Gell? Nein, nein, gell? Also Fairness ist wichtig. Und, ja. Und was braucht man dafür? Dafür brauchen wir ja, irgendeine Lösung mit Zeitscheiben, gell? Timesharing-Systeme. Und das ist die Grundlage, dass jeder etwas rechnen kann, gell? Nicht so lange, gell? Dann darf der Nächste wieder rechnen, gell? Also das ist fair, gell? Dann Effizienz, gell? Effizienz bedeutet, dass wir die CPU maximal auslasten wollen, gell? Also dass ja, der Betrieb das Betriebssystem, gell, das soll möglichst wenig verbrauchen, gell, also Effizienz, also für Benutzerprozesse, gell, also, und wir wollen wir das maximieren. Und das erreichen wir nur, wenn wir die Kontextwechsel zwischen den
Prozessen, die rechnen dürfen, gell? Also wenn wir also Prozesse in der CPU austauschen, gell? Solche Prozesse, Kontextwechsel minimieren, gell? Oder überhaupt eliminieren, gell? Dann wären wir beim Stapelbetrieb, gell? Also Stapelbetrieb, das wäre optimal, gell? Also ein Rechner benutzt die CPU 100%, bis er fertig hat. Dann darf der nächste ran, gell? Also ein, ja, das wäre effizient, gell? Aber naja, ist halt natürlich, da ist nicht fair, gell? Also das, gell? Also nimmt man vielleicht große Zeitscheiben, gell? Oder man will die Antwortzeit, gell? Also die Reaktionszeit der Anwendungen minimieren. Das ist gerade für interaktive Systeme sehr wichtig, gell? Also wenn man eine Taste drückt und dann dauert es 5 Sekunden, bis die Taste dann irgendwo angezeigt wird, gell? Das ist nicht gut, gell? Wenn man mit der Maus irgendwo draufklickt, soll ja gleich was passieren, gell? Das ist gute Antwortzeit, gell? Und das wäre dann auch ein natürliches Verhalten, gell, der Anwendung. Gell? Und das, ja, wollen wir das haben, dann brauchen wir gute Antwortenzeiten, gell? Und das ist dann für alle IO-lastigen Prozesse wichtig, gell? Und das erreichen wir nur, wenn wir kleine Zeitscheiben machen, gell? Je kleiner die Zeitscheiben, umso besser wird die Antwortzeit, gell? Okay, ja, oder ein anderes Kriterium: die Verweilzeit im System will man minimieren. Und da ist jetzt natürlich das Problem, gell, wie können wir das minimieren, gell, oder was heißt Verweilzeit minimieren, gell, die CPU-Zeit, die hängt hier nicht vom Betriebssystem ab, gell, wie lange ein Prozess Arbeit hat, gell, das hängt vom Programm ab, gell, also da kann vielleicht der Programmierer einen besseren Algorithmus finden, dann wird es schneller, gell. Aber was das Betriebssystem machen kann, was der Scheduler machen kann, er kann versuchen, die Wartezeiten zu minimieren, gell? Zumindest die durchschnittliche, gell? Also für einen Prozess wäre es ganz einfach, setzt dann voraus, er ist der Erste, er hat keine Wartezeit, also hat er auch die Verweilzeit minimiert, gell? Aber eben die durchschnittliche Wartezeit minimieren, das könnte man schon machen, gell? Dann ein anderes Stichwort, Durchsatz, gell? Durchsatz ist als Begriff, wie viele Prozesse pro Zeit können wir erledigen, gell? Also ist auch ein Begriff, der so im Sinne von wie viele Transaktionen pro Zeit, wie viel, ja, Verarbeitungen pro Zeit, gell? Also das sind dann Dinge, die, ja, die man immer wieder mal dann auch trifft, gell? Aber auch bei der Verarbeitung von Prozessen. Und das hängt her stark mit der Effizienz zusammen, gell? Wenn man also effizient ist, dann kann man den Durchsatz maximieren, gell? Ja, was jetzt aber stimmt, ist, dass wenn man ein Ziel verfolgt, gell, dann kann man ein anderes vielleicht verhindern. Und das ist jetzt ein Problem, gell? Das ist jetzt ein großes Problem. Und zwar, wenn wir wenn wir jetzt irgendein etwas erreichen wollen, gell, und dabei verhindern wir etwas anderes, gell, dann das geht dann auch nicht gut, gell? Und wenn wir uns das jetzt mal anschauen, gell, also reiner Stapelbetrieb, gell, der wäre effizient, gell, also Batchbetrieb, Stapelbetrieb, gell, Betriebssysteme, wo die Prozesse hintereinander ausgeführt werden, gell, einer nach dem anderen, gell, ganz militärisch, dort haben wir dann die maximale Effizienz, gell, und auch der Durchsatz, gell, also die Prozesse pro Zeit, gell, könnte man hier optimieren. Und weil man eben keinen Austausch der Prozesse in der CPU hat, gell? Also keine, die man vermeiden könnte, gell? Okay, also die Kontextwechsel wären dort genauso viele, wie man Prozesse verarbeitet, gell? Also Prozess kommt einmal rein und geht dann raus und fertig, gell? Und dann kommt der nächste rein und dann geht er raus und fertig. Also das wäre jetzt von der Effizienz her oder vom Durchsatz her optimal, gell? Aber wie wir gesagt haben, für IO-lastige Prozesse ist das nicht vertretbar, gell? Also als man damals, anfangs der 60er Jahre, diese Terminal-Systeme entwickelt hat, gell, da wusste man, wenn man jetzt Benutzer vor die Tastatur setzt, gell, und die Benutzer geben nicht mehr ihre Lochkarten ab und bekommen dann das Ergebnis, sondern sitzen an der Tastatur, da müssen wir ein Betriebssystem entwickeln, das Timesharing eben macht, gell, so etwas geht dann nicht mehr, gell. Okay, jo,
Und was man bei diesem Stapelbetrieb dann auch oft macht, ist ein reines FIFO. Gell? Also es heißt, ein Prozess nach dem anderen in der richtigen Reihenfolge, also ist auch gerecht. Gell? Und ja, das ist dann eine feine Sache, gell? Aber eben wie gesagt, für interaktive Prozesse nicht brauchbar. Gell? Mhm. Dann die Frage, wie kann man die Wartezeit der Prozesse verkürzen und damit die Verweilzeit, gell, im System. Wie geht es? Wie kann man die Wartezeit verkürzen? Und da denkt ihr jetzt mal an den Supermarkt. Gell? Also wenn ihr da ins Tesco geht daneben, gell, und ihr kauft da ein paar Patatini und eine Coca-Cola oder kauft einen gesunden Salat, gell, und ein Wasser, gell, dann auch und ein paar Orangen dann als Nachspeise, gell, und ihr geht dann zur Kasse und da steht dann eine vor euch, gell, und die hat einen Einkaufswagen voll Zeug, gell, und wenn die euch dann anschaut und sagt, na, gell, geh nur vor, gell, also da ist sie eilig, muss dann wieder zur Schule gehen, gell, also dann ist was passiert, dann hat man die durchschnittliche Wartezeit verkürzt, gell? Weil ihr mit dem Patatine, mit der Coca-Cola, ihr seid sehr schnell durch, gell? Und naja, und die hinter euch mit dem Einkaufswagen, gell? Dem großen Einkaufswagen, die hat dann eben kurz gewartet, aber nicht lange. Wäre es umgekehrt, gell? Wenn sie sagt, na, gell? Wer zuerst kommt, der malt zuerst, gell? Und ja, sie stellt den Wagen dorthin vor euch, gell, und dann werden die ganzen Sachen, gell, auf die Kasse gelegt, aufs Band, gell, und ja, verarbeitet, gell, Codes gelesen, zum Schluss bezahlt, gell, und dann seid ihr dran, dann habt ihr eine Weile gewartet, gell, und die durchschnittliche Wartezeit ist gewachsen, gell, und das ist auch bei den Prozessen so, gell, wenn man also die schnellen Prozesse, die schnell fertig werden, zuerst verarbeitet, gell, dann sinkt die durchschnittliche Wartezeit. Und diese Idee, gell, die hat man aufgegriffen, gell, und hat dann gesagt, okay, wir können jetzt das machen, wir gehen die Prozesse nach ihrer benötigten CPU-Zeit sortieren. Gell, also man geht hier die richtig wie die Orgelpfeifen aufstellen, gell, also der schnellste Prozess, der ehesten wieder weg ist zuerst, und der was am meisten, der den Wetterbericht rechnet, der kommt hinten nach, gell? Mhm. Gell, wenn man das so macht, gell, dann hat man die Wartezeiten minimiert und damit auch die Verweilzeit im System, und das ist dann eine gute Lösung, gell? Mhm. Ja, es gibt nur ein Problem, gell? Und zwar das Problem ist, dass die CPU-Zeit erst nach der Verarbeitung der Prozesse bekannt ist, gell? Nicht vorher, gell? Jetzt könnte man da zwar sagen, wir machen ein bisschen Statistik, schauen, wie lange läuft der Firefox im Durchschnitt, schlecht, gell? Wie lange läuft ein PS oder ein LS oder was weiß ich was im Durchschnitt? Schnell, super, gell? Gehen die vor. Also man könnte aus der Erfahrung etwas lernen, gell? Aber halt, naja, im Prinzip weiß man es nicht, gell? Und ja, es ist zwar sehr schön, gell, der Algorithmus hat auch einen Namen, gell, Shortest Job First, gell, oder es gibt auch Varianten davon, gell, und ja, Shortest Job Next, gell, sagt auch jemand dazu, gell, oder Shortest eben der Prozess, der als nächstes dann drankommt, oder wenn einer dazukommt, gell, dann geht man immer den richtig einordnen, zum Beispiel, gell, also hier gibt es ein paar Varianten. Geil. Mhm. Okay. Aber wie gesagt, das Problem ist, dass man die CPU-Zeit eben vor der Berechnung nicht kennt. Geil. Und nachher ist jeder schlauer. Geil. Deshalb ist das eben sehr schön. Geil. Aber naja, nicht realisierbar. Das ist das Problem. Geil. Und ein anderes Problem haben wir auch noch, gell, interaktive Prozesse, gell, hätten trotzdem das Nachsehen, gell, als interaktive Prozesse, gell, mit einem Bedarf an guter Antwortzeit, kann man so auch nicht zufriedenstellen, gell. Mhm. Ja, also, es
brauche irgendwo eine Lösung, die weder das Shortest Job First noch FIFO und so weiter, gell, wir brauchen, und das ist dann, ist man in den 60er Jahren dorthin kommen, irgendwo Verfahren, eben die Multitasking sind, gell, und eigentlich erst später, gell, ist man dann auch hinkommen zu präemptiven Verfahren, gell. Also wenn der Scheduler, gell, also dem armen Prozess in der CPU nach einer bestimmten Zeit, gell, sagen muss, jetzt du hast deine Zeit verbraucht, gell, jetzt musst du dich wieder hinten anstellen, gell. Also wenn man sowas hat, gell, dann, ja, dann kann man auch eben IO-lastige Prozesse zufriedenstellen, gell? Man hat eine gute Fairness, gell? Und man kann die Antwortzeit optimieren, gell? Das ist jetzt, ja, das ist toll, gell? Und ja, heißen tut solcher Algorithmus Round Robin, gell? Also Round Robin ist Begriff, den, ja, kann man auch für andere Sachen finden, gell? Aber man findet eben auch für Scheduler, gell, und das ist dann das, wobei jeder Prozess mal grundsätzlich eine Zeitscheibe bekommt, und wenn die vorbei ist, dann muss er aus der CPU und dann darf der nächste rein, gell. Also der Prozess wird nicht aus dem System geworfen, sondern er kommt ins Ready, gell, nach der verbrauchten Zeitscheibe, und dann, wenn er wieder dran ist, darf er dann wieder rechnen, gell. Und ja, und ein solches Round Robin hält dann in der Ready-Warteschlange, gell, ein FIFO ein, gell, und ja, und ist dann wirklich fair, gell. Es ist dann so, dass jemand sagen kann, ja, ist auch gerecht, gell. Und da sagen wir mal gerecht, weiß ich nicht, weil gerecht wäre, wer zuerst kommt, gell, der malt zuerst, gell. Aber der wird dann auch zuerst fertig, gell. Und nicht, dass er nach einer bestimmten Zeitscheibe raus muss, gell. Also Gerechtigkeit wäre reines FIFO, gell. Und Round Robin, gell, ist aber fair. Jeder darf ein bisschen rechnen, gell. Ist jeder zufrieden, wenn er ein bisschen rechnen kann, gell. Mhm. Ja, ist es effizient, gell? Und hier beginnt ein Spiel, und zwar das Spiel der Länge der Zeitscheibe. Und zwar, wenn ich die Zeitscheibe ganz kurz mache, gell, dann habe ich zwar eine gute Antwortzeit, gell? Das funktioniert dann gut, aber gell, wie gesagt, effizient ist nicht mehr, gell? Und ja, das ist dann so, dass man sich irgendwo Kompromisse vielleicht sucht, und ein Kompromiss könnte vielleicht sein 10 Millisekunden, vielleicht auch mehr, vielleicht auch 20 Millisekunden oder noch ein bisschen mehr, gell? Das heißt also, ein Prozess kann maximal 10 Millisekunden rechnen, und wenn ein anderer dann, ja, auf Ready ist, gell, dann heißt raus mit dir, gell? Lass den anderen mal rechnen, gell? Dann kommst du zum Kontextwechsel, gell? Und das kann dann auch bis zu, eben wenn wir 10 Millisekunden haben, dann kann das bis zu 100 Mal pro Sekunde passieren, ein solcher Kontextwechsel, gell? Und ja, das könnte noch tragbar sein, gell? Und vor allem garantiert es dann auch eine bestimmte gute Antwortzeit, gell? Weil ein Prozess dann wirklich auch mal dran kommt. Und wenn ein Prozess die 10 Millisekunden nicht braucht, weil er ja, vorher auf eine andere Ressource wartet oder so, gell? Dann gibt er die CPU ja sowieso frei und, ja, und geht nach Waiting, gell? Das ist dann auch so, gell? Mhm. Ja, also, dieses Round Robin, gell, das ist die Grundlage eigentlich für die praktischen Scheduler in Multitasking-Systemen, gell? Und das ist das, womit wir uns dann auch ein bisschen beschäftigen wollen, gell? Da gibt es dann auch so ein paar Berechnungen und so, gell? Aber heute wollen wir das nicht mehr machen.